Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich eine Sache voranstellen, Herr Kosmil, dass ich das doch für recht unanständig halte, dass Sie uns hier die Vorhaltung machen. Wir hätten da nicht jeder dran gedacht. Das passt so definitiv nicht. Das passt so nicht, nein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier vereinzelte juristische Einschätzungen gehört. Da ging es insbesondere um die Visa-Angelegenheit. Ja, na, selbstverständlich. Wenn wir über die Visa-Angelegenheiten reden, dann wird erstmal nicht der deutsche Steuerzahler zur Kasse gebeten. Aber man muss doch die Lebensrealitäten mal anerkennen und auch in der Vergangenheit schauen, wie es lief. Und es ist genau so abgelaufen, dass die Bürger, die damals sagten, wir bürgen hier für die Einwanderer, am Ende tatsächlich genau das nicht taten und dann der deutsche Steuerzahler wieder haften musste. Und im Endeffekt, das wissen Sie auch, wenn Sie erst einmal hier sind, hat man sehr wohl die Möglichkeit, entsprechende Antragstellungen zum Beispiel auf Asyl zu stellen. Und damit wäre dann ein entsprechendes Verwaltungsverfahren eröffnet und der deutsche Steuerzahler würde wieder für diese Probleme zur Verfügung stehen. Und halten wir nochmal fest, abgesehen von dem ganzen Moralisieren, was hier vonstatten geht und durch alle Fraktionen zum Besten gegeben wurde, jeder einzelne Euro wird in Syrien bzw. in der Türkei weitaus mehr erreichen, als wir, wenn wir hier perspektivisch weitere Gäste aufnehmen. Ferner möchte ich noch daran erinnern, dass auch gerade die Dauerbleibenden und die Härtefälle, die dann wieder produziert werden, weitere Kosten nach sich ziehen, weitere Gerichtsverfahren etc. pp. Es macht nur Arbeit. Lassen Sie uns einfach den Leuten vor Ort helfen und dann haben Sie uns mit an Ihrer Seite. Vielen Dank.